Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Wer hätte das erwartet? Linné und Lynette haben Geburtstag. Yay! Es gibt Lumidus Glockenblumen und Würfeltrick. Erhöht die Crit-Chance und Crit-Schaden. Okay, das ist honestly ein wirklich gutes Gericht. Und Lynette? Okay. Regenbogenrosen und gemächlicher Schluck. Erhöht den Heilungsbonus. Ja, ist nett. Was noch netter ist, ist diese, ist das Ganze auch anzunehmen. Warte mal. Und was ich beim letzten Mal vergessen habe, enthüllt das Geheimnis, das sich im Inneren Elinias verbirgt. Ach so. Da haben wir eine gemächliche Adeptenstatue. Eine merkwürdige Steinskulptur. Nutzt die vom Fujin verliehene Adeptenkraft, um diese schwer auszusehende Steinskulptur mit Leichtigkeit zu bewegen. Bla bla, bringe sie wieder an die richtige Stelle. Okay. Ach, lass uns das mal probieren. Welche Adeptenkraft? Ach ja, wer hätte gedacht, dass. Vielen Dank. Geradeaus auf dieser Straße liegt Xionjin. Wow, what a stroke of good luck. Mhm. Also, keine Ahnung, was die da jetzt gesagt hat. Das war viel zu schnell. Am Ende auch nur Stein. Lass also Vorsicht walten. Aha. Frag mich eher, wie habe ich es geschafft, die nicht zu aktivieren letztes Mal? Naja. Auf jeden Fall gibt es mehr Adeptentee. Okay. Mehr Tee. Ich habe nichts gesehen. Ihr etwa? Oh. Wow. What a stroke of good luck. Eine Katzenpflanze. Die sind sehr selten. Ja gut, die weiß-schwarzen Katzenpflanzen sind etwas häufiger, aber immer noch sehr selten. Ich meine, wie viele habt ihr schon gesehen? Ja.
Oh, hier ist noch mehr Tee. Yay, Tee. ansonsten erinnert mich das Ganze ein bisschen an, ist das schon? An so ein Bauernhaus, aus der, ich will sagen Toskana, stimmt das? Ich bin mir gerade unsicher. Man könnte es auch von, ist das schon, mit dem Haus, das Geralt von Riva bekommt, vergleichen in Blood and Wine. Aber das ist ja auch auf diesen Häusern aufgebaut. Beziehungsweise die ganze Region. Ich meine, das ist die Toskana, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Hoppala. So, was bist du? Ein Geisterkarpfen. Okay. Aber 15.000 Mora erstmal. Gott, ich wünsche, ich könnte Mora genauso schnell und einfach bekommen wie die Reisenden. Ich meine, selbst wenn es der... Wo? Ach, da. Selbst wenn es ein Umrechnungskurs wäre wie Yen in Euro. Das wird immer noch. Das wäre immer noch geil. I'm loving this treasure hunt. Ah, okay. Ah. Yay, mehr Geo-Siegel. Sorry, aber Geo-Siegel sind ziemlich nutzlos. Genauso wie Anemo-Siegel, muss man leider sagen. So. Reden wir mal mit dem Dorfvorsteher. Onkel Lu, dieses Mal hat es immer noch nicht geklappt. Die Teeblätter haben nicht genug Aroma und sind zu trocken und spröde, um in die Knetmaschine zu kommen. Selbst wenn sie die zweite Stufe überstehen, sieht das Endprodukt nicht gut aus. Sicher, dass es nicht an der Maschine liegt? Oder ist es ein Problem mit eurer Bedienung? Was soll das heißen? Du hast die Arbeit immer beaufsichtigt. Wir würden es nicht wagen, nachlässig zu sein. Wenn sowas passiert, normalerweise nimmt man da eine kleinere Probe und macht das händisch im Labor. Also, ist halt kein Weg für die Massenproduktion, aber... Ne? Das ist aber seltsam. Huch! Du bist hier, Lu. Jin, geh zurück an die Arbeit. Und diese Dame ist? Ich bin die junge Dame der Händlergilde Feiyun. Ich bin ein ritterliches Fräulein aus der Gua-Schule. Ich will ein ritterliches Fräulein der Gua-Schule sein. Also eigentlich
einzige Rittertitel, den unser Fräulein hier hat, ist vom Ordo Favonius und der hat nichts mit der Gehua-Schule zu tun, aber... Wie bitte? Schon wieder jemand, der behauptet, aus der Gehua-Schule zu sein? Das ist die junge Dame der Händlergilde Feyun. Sie liest gern Geschichten über Helden und die Natur des Shenyu-Tals ist ziemlich zauberhaft und bezaubernd. Sie kam wahrscheinlich dadurch für einen Moment aus dem Konzept. Dies hier ist eine Dienerin. Der Name ist einfach Pai. Ich muss gerade so denken, bei dem ganzen Problem, die Palworld momentan hat, von wegen Nintendo prüft, ob sie Palworld aufgrund von Urheberrechtsverletzungen verklagen, macht es vielleicht Sinn, das Mon aus Paimon zu streichen. Hey, Gen 14, da haben wir sicher sowas wie Paimon. Richtig, Paimon ist Pai. Das sagt ihr nur so einfach. Oh, herzlich willkommen. Was für zwei ehrenwerte Gäste. Die Händlergilde hat uns in den letzten Jahren viel Unterstützung gegeben. Aber dieses Jahr sollte die junge Dame schon davon gehört haben. Was ist los mit dir? Du siehst so traurig aus. Hat Jin wieder nicht gut gearbeitet? Du neckst mich schon wieder. Es tut mir leid, meine zwei ehrenwerte Gäste. Das Jahr läuft nicht gut, deshalb kann ich euch den Gästen aus der Ferne keinen frischen Tee servieren. Tja, der Grund ist euch schon bekannt. Wie kannst du es wagen, mir keinen Tee zu servieren? Es gibt keinen Grund, so förmlich zu sein, Herr Lu. Wir sind hier, um zu helfen. Tee ist Tee! Unsere junge Dame macht sich auch große Sorgen wegen des Tees. Und wir sind hierher gekommen, um zu sehen, ob wir irgendwie helfen können. Also sei bitte nicht so förmlich, Herr Lu. Ich mag, wie Pai uns dauernd aus der Patsche helfen muss. Oh, trollen wir sie weiterhin. Klar, ehrlich gesagt eignet sich diese Ladung Teeblätter auch nicht zum Rösten. Seit wann werden Teeblätter gerüstet? Ich bin mir nicht sicher, ob sie einfach nicht gut genug war, als sie gepflückt wurde, oder ob die Maschine unserer Teerösterei nicht mehr richtig funktioniert. Ja, so schwer kann das so nicht sein. Du kannst die Teeblätter, die früher gepflückt wurden, mit dieser Ladung Teeblätter vergleichen, oder? Wenn einer der beiden Tees, die auf die gleiche Weise hergestellt wurden, normal ist, dann kann es nicht an der Maschine liegen. Also wirklich, ich habe es doch schon gesagt. Egal, da wir zwei verehrte Gäste hier haben, versuchen wir es so, wie du es vorgeschlagen hast. Jin, haben wir noch frische Teeblätter von der letzten Ladung, von den letzten Ladungen auf Lager? Im Lager gibt es noch welche. Warum? Warum? Darum! Du hast kein einziges Wort davon gehört, was wir gerade hier gesprochen haben, oder? Nein, der war wahrscheinlich in seine Arbeit vertieft. Ja, geh zum Lager und hol eine Portion Teeblätter. Dann bring die Teeblätter zusammen mit denen, die du Lu gegeben, die Lu mitgebracht hat, in die Teerösterei und verarbeite sie jetzt mit der Maschine. Lass keinen Vorgang aus, ich werde dich beobachten. Ja. So, Jin kommt also mit zwei Portionen Tee zurück. Meiner Meinung nach sind die beiden Gäste noch jung und hätten bestimmt gern lieber Kuchen als Tee. Warum machen wir nicht zwei Teekuchen aus den beiden Teesorten? Wir werden wissen, welcher gut und welcher nicht gut ist, wenn wir den Teekuchen probieren. Lu, was hältst du davon? Also, ich hätte gar nichts gegen Tee. Ehrlich gesagt hört sich das für mich sogar besser an als Teekuchen. Just saying. Gut, mach einfach, wie du es sagst.
Shin, hör zu, mach aus diesen beiden Tees zwei separate Teekuchen. Verwechsel die beiden Tees nicht. In Ordnung, Onkel Lu. Ich mache ein Stück Kuchen draus. Ich bin wirklich... Ja, ja. Tut mir leid, dass ihr so lange wartet musstet. Kommt, hier sind zwei Teekuchen. Probiert mal. Na, wie schmeckt's? Pai findet, dass der erste komisch geschmeckt hat, aber der zweite war lecker. Wie kannst du es wagen, mir schlechten Kuchen zu... Ich denke auch. Wie kannst du es wagen, mir schlechten Kuchen zu... Hey, Melody, reg dich nicht auf. Ich denke das gleiche wie Pai. Der Teekuchen, der aus den Blättern im Lager gemacht wurde, schmeckt in Ordnung. Ja, das ist wirklich überzeugend. Nach deiner Theorie ist die Maschine, die den Tee röstet, in Ordnung. Also liegt das Problem bei den Blättern selbst. Die Ladung Teeblätter ist einfach nicht so gut wie die bisherigen. Es liegt also an Wasser und Boden. Aber ich glaube, es gibt ein Problem mit dem großen Teekessel. Der Teekessel wurde jahrelang nicht gepflegt und hat damit die Adepten beleidigt. Und deshalb sind die Teeblätter nicht mehr so gut wie früher. Wie kann man denn bitte schön eins seiner wichtigsten Utensilien jahrelang nicht pflegen? Seid ihr Meschugge oder was? Vor allem, wenn ihr doch wisst, dass dieser Tee den Adepten zu Genüge reicht. Nein, nein, es ist der Boden. Das Element, das den Boden nährt. Es ist Geo. Hör auf, lass uns zuerst die Handwerkerin holen, die den Teekessel warten kann. Sie kommt aus Fontaine, aus dem Forschungsinstitut Fontaine. Wie heißt sie noch? Der Name ist schwer auszusprechen. Jin, gehst du... Jin? Jin! Ich bin gerade aber überlegen... Na... Ja, wo ist der Kerl schon wieder hin? Was für ein Idiot! Ich wollte Jin eigentlich losschicken, um sie am Lilong Pier zu suchen und hierher zu holen. Müssen wir jemanden von Fontaine herholen, um den Teekessel zu warten? Ja, das hat er gerade gesagt. Über den Yilong Pier. Egal, ob in Liwa oder in Fontaine, das Funktionsprinzip eines von Elementarenergie angetriebenen Geräts ist das gleiche. Wenn der Mechaniker aus Fontaine es warten kann, dann kann unser Mystiker in Liwa es auch. Wie der Zufall will, reist diese Otomandane gelegentlich gerne nach Liwa und besucht dabei auch manchmal uns, um Hilfe anzubieten. Diesmal überlasse ich die Wartung des großen Teekessels, also dieser Freundin. Liebe Gäste, schaut mal. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss euch bitten, zum Yilong Pier zu gehen, um unsere Handwerkerin Otomandane zu finden. Ich glaube, sie sieht gerade wieder das Theater dort an und kann sich davon bestimmt nicht losreißen. Was macht die bitte beim Theater? Wenn, dann soll sie doch sich etwas wirklich Kultur anschauen und in die Opera Epikles gehen. Wie können wir unsere Gäste mit solchen Dingen belästigen? Die Alternative ist euer schlechter Tee, also ich gehe. Sorry. Lu, das stimmt doch gar nicht. Unsere Gäste haben selber etwas am Yilong Pier zu tun. Ich habe sie nur gebeten, eine Nachricht zu bringen. Es ist keine große Sache. Ah ja, genau, genau, so ist das. Warte, was haben wir am Yilong Pier zu suchen? Ach, ist das so? Wirklich? Ist es anzunehmen, dass es so ist? Vielen Dank, ich verlasse mich in dieser Angelegenheit auf euch zwei. Meine geehrten Gäste, Lu, bitte zeig ihnen den Weg. Haha, ihr habt euch wirklich Mühe gegeben. Lu hat alles abgekauft. Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr hier seid, um Wasser- und Bodenprobleme zu untersuchen, oder? Der Yilong Pier liegt in der Nähe des Oberlaufs der Wasserquelle und auf dem Weg dorthin gibt es Monumente, die von den Adepten hinterlassen wurden. Wenn ihr also diesen Weg geht, könnt ihr vielleicht Hinweise finden. Bitte tut uns übrigens den Gefallen, eine Nachricht an Otomandane zu überbringen.
Das wird Lou beruhigen, sonst macht er sich große Sorgen. Aber keine große Sache für mich. Hallo? Du machst immer noch eine Aufführung. Das Schauspiel ist vorbei und eins beschäftigt Paimon schon lange. Was für ein Name? Merkwürdigen Namen ist denn Pai? Überlass die Dinge ruhig, uns. Mach dir keine Sorgen, Opa Lou. Liebe Kinder, apropos, wie ich sehe, schmecken euch die Teekuchen ziemlich gut. Sagen wir mal so 50-50. Ich kann euch zeigen, wie man ihn selber zubereitet. Wenn ihr in Zukunft guten Tee bekommt, könnt ihr ihn auch selbst machen. Gute Reise, seid vorsichtig auf dem Berg. Seht zu, dass ihr nicht hinfallt. Ja, danke. Mundiner Tee voller Mond. Ach, mundender Tee voller Mond. Bah. Bisschen Tee und bisschen Minze, Zuckerblume und noch ein bisschen Minze, das kann nicht schlecht sein. Das sieht... Aber erstmal... Wäre schon irgendwie... ironisch, wenn die Qualität des Bodens nachlässt, weil der Geoarkon folgt dem goldenen Karpfen. Weil der Geoarkon, also Rex Lapis, also Jongi, sich zur Ruhe gesetzt hat. Ich glaube es zwar jetzt eher nicht, aber... Naja, wäre möglich. Okay. Ups, egal. Oh. Das hast du verdient, dafür mich einfach abzuschießen. Okay. Na komm. Haha. Okay. Lass erstmal kurz hier gucken, was es hier sonst noch so gibt, aber das ist, ja, okay. Aber da würde ich ehrlich gesagt lieber erstmal... So sieht das doch schön aus. Was ist denn das da hinten? Ach so, das ist schon der Yelong Pier, den wir sehen können. No rest for the wicked. Ah, jetzt leuchten alle.
Ah, hehe, Melody, Paimon, ihr seid wirklich klug. Als ihr meinen strahlenden Adeptenkraft gesehen habt, habt ihr verstanden, was vor sich ging. Ja, wir sind erfahrene Abenteurerinnen. Aber was hättest du... Aber das hättest du uns doch vorher sagen können, oder? Du hast es doch nicht etwa vergessen. Naja, es ist der Weg zu den Adepten nicht. Volle Herausforderung. Ich möchte damit nur eure Weisheit auf die Probe stellen. Das war ein Test unserer Intelligenz. Aber okay, seit Sumeru weiß ich ja, dass die keine Ahnung haben, was der Unterschied zwischen Weisheit und Intelligenz ist. Teste uns, wie du willst. Aber du warst es doch, die uns unaufgefordert hierher gebracht hat. Apropos, was mit diesem Wasser- und Probenproblem, die du vorher erwähnt hast? Opa Lu hat uns gesagt, dass die Qualität des Tees schlechter geworden ist. Es muss auch an Boden und Wasser liegen. Tja, ihr habt die aktuelle Situation am Xiaoying gesehen. Wenn sich die Qualität und die Produktion von Tee weiter verschlechtern, dann wird Xiaoying langsam verfallen und schließlich zu dem zurückkehren, was es vor tausenden von Jahren war. Ein unfruchtbarer Berg. Wäre das nicht ein bisschen übertrieben? Stimmt, der Herrscher über die Felsen wird nicht tatenlos zusehen, wenn die große Katastrophe kommt. Ja, ich weiß ja nicht, ob du es schon gehört hast, aber der Herrscher über die Felsen macht, Urlaub? Der Dämonenbändiger und andere Adepten werden zusammen den Himmel stützen, wenn er fällt. Falls der Yilong Pier bricht und Xiaoqing überflutet wird, wird der Hafen von Liyue den betroffenen Dorfbewohnern helfen. Okay. Und wenn der Tee verloren geht, dann verliert dieser Ort, verliert Xiaoying den Sinn seiner Existenz. Stimmt, wenn du es so sagst, kann Paimon das verstehen. Ich verstehe gar nichts. Also seid ihr einverstanden, mit mir den Wasser- und Bodenproblem zu helfen? Pai, was sagst du? Wer ist Pai? Noch nie davon gehört. Paimon will der Adeptin Fujin versprechen, den Dorf Xiaoying zu helfen. Wäre es nicht sehr schade, wenn so leckere Teekuchen verloren gingen, weil es keine guten Teeblätter gibt? So 50-50? Super. Ich meine, das ist großartig. Vielen Dank an euch beide. Zurück zum Thema. Ich habe mir eigentlich schon eine Lösung für die Wasser- und Bodenprobleme ausgedacht. Okay. Und zunächst geht ihr bitte stromaufwärts und sucht nach der wertvollen Jade, die in der Vergangenheit im Wasser versunken ist. Am Ende werden wir die uralte Zeremonie Renin-Jade-Ritus erneut abhalten, damit wir das Miasma auf den Bergen und über den Flüssen austreiben und die Wasseradern und den Boden erneuern können. Ja, Paimon hat verstanden. Aber wie sieht dieser Ritus aus? Was ist los mit dir, Adeptin Fujin? Nichts Besonderes. Was diesen Ritus angeht, ist es noch zu früh davon zu erzählen. Also sehen wir uns später. Einfach so verschwunden. Also. Auf Richtung stromaufwärts zum Yilong Pier. Und. Okay. Ja. Es ist ja ganz nett. Ich habe allerdings so eine Frage. Beziehungsweise eigentlich keine Frage. Seien wir mal ehrlich. So lieb sie auch ist. Sie scheint... entweder so eine Art Betrügerin zu sein oder
Sie ist einfach noch eine junge Adeptin. Also... Also ähnlich wie Ganyu oder Sashun. Yay, mehr Adeptentee. Yanfei. Genau. So, du seltsamer Händler. Ein großes Dankeschön. Ohne eure Superhelden-Einsatz hätten sie meine Ware komplett zerlegt. Dafür haben wir sie jetzt mitgenommen. Ah, keine falsche Bescheidenheit. Ich habe nicht viel Geld bei mir, also nehmt das hier als kleines Dankeschön. Ah, das ist aber großzügig von dir. Ja, dann wollen wir unsere Wege gehen. Ich hoffe, wir werden uns einmal wieder begegnen. Okay. 20.000 Mora, ich will auch so viel Geld. Oh. Lagerhausnotiz. Diese Höhle dient als vorübergehendes Lager. Bitte nichts außer wichtigen Handelswaren hier aufstellen. In letzter Zeit hat Xiao Ying alle Hände voll damit zu tun, das Problem mit dem Tee zu lösen. Es gibt weniger Dorfbewohner, die Ruinen im Hinterland bewachen. Wir können vorübergehend die kürzlich ausgegrabenen Antiquitäten hier lagern und sie unter dem Deckmantel von Teeerzeugnissen transportieren. Zhu Zheng hat einen Händler mit Packtieren gefunden. Vielleicht können wir sie nutzen, um unsere Waren zu transportieren. Wichtig, nicht auf den großen Eisenklumpen in der Tiefe der Höhle schlagen. Wir denken alle dasselbe, oder? Ah, okay. So ist das. Lass mal schauen, wie lange wir für dieses Rätsel... Was hat mich denn da gerade weggeballert? Oh ja, okay. Komm. Nehmen wir den Geisterkarpfen mit. Und gehen hier. Dann würde ich sagen, liegt der Tod in der Luft. Aber erstmal für dich, weil sonst wirst du nervig. Einfach erstmal auf alles ballern. Ach du. Ach komm, die. Was war's? Möhre? Karotte? Möhre. Die auch noch schnell und.
Yay. Ja, dem Eichhörnchen wollte ich jetzt noch den Tag vermiesen. Komm, das lassen wir mal Tianling machen. Boah. Okay. Wisst ihr was? Mit dem Ausblick hier verabschiede ich mich. Gruß, Zinners Fan.